Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Daily On Tour Vlog im Juli 2021. Wir haben den 1. Juli und wir haben bis Juli TÜV. Wir haben in 2 Wochen die erste Tour anstehen. Wir haben so noch einiges zu tun. Das heißt, wir fahren jetzt zum TÜV, aka wir fahren zur Hauptuntersuchung. Umgangssprachlich ist es ja zum TÜV. Kannst ja auch überall anders machen. Dekra und ATÜ oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Ja, wer hat denn TÜV? Ja, wer denn? Ohne Mängel, aber wieder mal große Diskussion mit den Rädern. Also nicht unser TÜV-Prüfer, aber der, der dazu kam. Ich glaube, der kam vor 2 Jahren auch schon dazu. Ja, ich hätte ihm die Räder nicht eingetragen. Das wird zu meckern da, glaube ich. Ja, hin und her diskutiert, aber sie sind eingetragen. Ich habe alles an Papieren. Das hat auch der TÜV selbst eingetragen. Also alles safe. Und das war jetzt die dritte HU mit den Rädern, glaube ich, wo wir selber da waren. Und es war ja die 2. Diskussion. Freitag Nachmittag, letzte Nachtschicht habe ich durch und wir sind wieder on the run. Uschi steppt gerade noch bei Polo Ryan Gutschein holen für meinen Cousin, der hat Sonntag Geburtstag. Da sind wir hoffentlich, eventuell, vielleicht, sehr wahrscheinlich. So, wir haben jetzt Freitag. Wir machen jetzt Kirmespark. Kirmespark, Indepark in Eschweiler, da fahren wir jetzt als erstes mal hin und dann überlegen wir noch, ob wir noch nach Hückelhoven fahren zu den Karusselltagen Hückelhoven. Das ging zu schnell, das sieht schlecht aus, haben die zu, dann kotze ich ab. Jetzt kommt's. Das ist ja nicht Polo, das ist ja Louis, ne? Ah. Und er ist ja mal bei Polo, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wo ist denn Polo? Ja, in Jüschen, hab ich doch eben gesagt. Ach so. Tja. Du warst davon überzeugt, dass das Polo ist. Ich war davon überzeugt. Ja, das sieht doch beides gleich aus. Ja, eben. Das ist beides rot. Ja, keine Ahnung, wo die hingeht. Ja, der geht immer zum Polo. Sicher? Ja. Safe sicher? Ja. Ja, der zählt bei Polo. Keine Ahnung. Wir beratschlagen uns mal. Toll, Uschi. So, wir haben uns dazu entschieden, dann doch nach Polo in Jüchen zu fahren. Uschi holt gerade den Gutschein. Alter, also die Hauptstraße, die hier hinführt, ist seit 2 Millionen Jahren gesperrt, kannst du nicht langfahren, musst du hinten durch die Dörfer schleichen, mega nervig so schon und dann ist vor allem auch noch die Müllabfuhr. Eieieiei. So, wenn wir das haben, dann geht's auf die Bahn und dann fahren wir nach Eschweiler. Joking, wir sind angekommen endlich. Ja, ich gucke noch mal. Wir stehen hier in der Wiese. Das ist der neue Parkplatz. Der alte Parkplatz ist jetzt Drive-In-Test-Zentrum. Verwirrend. Aber zu dem Ganzen hier gibt es natürlich ein separates Video. Ich hätte das ja wirklich vorher mal gemäht. Wir sind durch. War echt cool und hat Spaß gemacht. Video dazu gab es wahrscheinlich schon. Eine Aufnahme machen wir noch, dafür hole ich das Auto und Uschi filmt, wie wir hier rausfahren, weil diese Rampe ein bisschen kurios ist oder ich die ein bisschen cool finde. Ja. So Leute, wir ziehen nicht um, auch wenn wieder Frenzen Umzüge vor der Tür steht, aber wir fahren eine Nacht weg. Das ist ja Grund genug, den kompletten Hausrat mitzuschleppen, denn wir fahren jetzt zum Fort Fun Abenteuerland und machen das Fort Fun Abenteuer Camp oder wie das heißt, Fort Fun Camp. Abenteuer Camp ist doch, glaube ich, Heidepark. Keine Ahnung. Dazu gibt es aber ein separates Video zu 99,999% auf dem Fort Fun YouTube-Kanal. Und ich weiß nicht, wie man so früh schon wieder mit so vielen Menschen Kontakt haben kann, die jetzt alle schon wieder ihre Fühler ausstrecken. Ja, jetzt fahren wir 2 Stunden 15 dahin und dann wird gearbeitet. Mist, irgendwas war aber falsch. Jetzt 2 Tage im Fort Fun und ihr habt dann Spaß bei sowas und wir arbeiten. Was ist denn? So Leute, wir sind angekommen am Fort Fun, haben jetzt schon ein paar Aufnahmen gemacht und das sortieren wir uns erstmal und dann machen wir noch mehr Aufnahmen. Kamen gerade 2 Typen auf der anderen Seite so hoch. Hey, hey! Nein? Ja, dann komm mit! Nein, Quatsch! Ja! Du hast das Kind auf Droh.
Der leckt mich am Arsch. Jetzt weißt du, was du gemeint hast mit Berg. Starten vorne! Ihr müsst gleich gucken direkt, ne? Weil sonst die fliegen hier sofort rein. Oh, Marcel. Ja, schön noch mal. Also, wir haben gerade schöne Fotos gemacht und Marcel macht jetzt wieder Ursel, weil er das Frontcar freiräumen will. Ja, ich tritt doch nur alles hin. Und? Perfekt. Nur weil er ein grünes T-Shirt hat, ist er nicht direkt Gärtner. Pünktlich zum Weltuntergang gibt es Salzstangen. Oh, guck mal, ich weiß nicht, wie fällt. Nee, wir sind durch und die Welt geht unter. Das waren jetzt 2 Tage fortfahren Abenteuerland. Und wir fahren jetzt erstmal gegen Heimat und nach Hause. Wir sind kurz vor 6 zu Hause und um 6 startet der Geburtstag, aber können wir kurz danach ankommen. Also erstmal war ja schon Unwetter angekündigt für heute überhaupt, das hatten wir zum Glück nicht. Dann ist es aber doch auf uns zugekommen langsam und der Regen kam und wir haben das Fort Fun verlassen. Hat es auch gut geplästert. Dann hat es irgendwie auf der Bahn geknallt. Wir werden jetzt gerade umgeleitet von Maps. Auch schon was länger. Dann hast du hier erstmal dann bei der Umleitung aber auch einen Stau, weil die Feuerwehr die Straße blockiert. Weil die Keller hier vollgelaufen sind. Die waren Keller am Leerpumpen. 200 Meter weiter, noch mehr Feuerwehr und Polizei, da hat es mich geknallt. Da ist mich jemand einfach so Kreuzung rausgefahren in den anderen Reihen. Aber das Geile ist halt, dass alle am Glotzen sind, weißt du, dass du dann wieder nicht vorankommst. Das ist so zum... Oh, da ist noch mehr Feuerwehr. Ja, überall, ja. Was ist denn hier passiert, Alter? Das ist ja, was Tom gesagt hat, das ist 5 Kilometer neben uns, ist das so richtig Todesgewitter. Weil die sind auch am Pumpen oder am Sprühen, der die man Straße frei. Das wird euch der ganze Schlamm rausgeräumt. Ja. Komm mal füllen. Komm mal gaffern. Die Helden in ihren Uniformen. Da ist ja nichts passiert. Ja, mal gucken, ob und wann und wie wir irgendwann mal nach Hause kommen. Und die passenden Garagen zu unserem Auto. So, Sonne geht unter, wir gehen nach Hause, wir gehen ins Bett. Gute Nacht. Yo, was geht? Wir haben inzwischen schon Dienstag. 2. Tag von mir im Büro bei uns auf Arbeit und nicht in der Weiterverarbeitung, wie ich da sonst tätig bin. Willkommen, Mr. Stellvertretender Vorarbeiter. Und Uschi hat sich nach der Arbeit mit ihrer Mutter getroffen. Ich war nach der Arbeit kurz noch einkaufen, tanken und habe hier noch was erledigt. Jetzt sammle ich Uschi ein und dann geht's nach Best. Und Best ist eine Stadt in Holland und dort ist eine Kirmes oder eine Kermes. Und dort steht eine neue Kirmesachterbahn, die Premiere feiert, die jetzt neu dieses Jahr unterwegs ist von Buwalda. Time Machine, kann das sein? Revochon, Spinning Mouse sowie der Heidi Coaster, der neue von, ich glaube, Schäfer war es, die dann halt nicht diese Auffahrt nach dem ersten Drop haben, wo man dann einfach nur hochfährt und pum, 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 sondern so eine, keine gebankte Kurve, aber so eine große Kurve. Wir gucken uns das zusammen mal an. Ich weiß nicht, was ihr davon jetzt hier in diesem Video seht, weil es ja der monatliche Daily Vlog ist, aber es gibt auf jeden Fall ein extra Video dazu. Heute kommt ja auch ein Kirmes-Video online und so weiter und so fort. Oh mein Gott, ich mach's erstmal. Hallo! Herzlich willkommen zu unserem Daily Vlog. Ihr habt zu wissen, dass ich abhole. Ja, ihr seid ja schon da drin. Achso, das weiß ich dann nicht. Und zwar war ich ja mit meiner Mutti in der City und auf unserer Einkaufsstraße war ein Glücksrad vor so einem Nagelstudio. Und da habe ich dran gedreht und habe einfach mal eine Nagelbehandlung geschenkt bekommen. Nicht, dass es irgendeinen von euch interessieren würde, aber ich habe die umsonst bekommen. Kurva, was ist voll das cool denn jetzt hier? Und hier ist ein bisschen Stau. Warum? Machen, wenn das Fenster zu ist. So, King Wars, das Video ist im Kasten. Mal gucken, wie es geworden ist. Wir haben 8:45. Dienstag, hier geht richtig der Punk ab. Die Kirmes hat übrigens auch immer bis Mitternacht auf. Das habe ich in den normalen Videos gar nicht gesagt. Und wir machen es jetzt wieder. Was fahren wir? Stunde 15 ungefähr. Stunde 15. Ist 4 Stunden hier oder was?
Ja. Morgen früh wieder arbeiten. Da müssen wir hin, denn steht das Auto, glaube ich. Hier hinten irgendwo. Da ist er. Die Größe und die Farbe perfekt. Du siehst ihn schon eine halbe Stunde früher. Ja. Windmühle, check. Aber es hat man wirklich auf dem Weg hierhin auch noch. Was machen wir hier? Essen. Das ist ein 50er Jahre oder so oldschool-mäßiges McDonald's in Best. Das gucken wir uns jetzt an, das ist legendär. Uschi wollte vor 3 Jahren schon hin, jetzt machen wir es, wenn wir schon mal hier sind. Sonne, 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 Sonne. Ach, ist ja gar keine Schlange davor. So, wir haben schon den 8.7. und das heißt, es ist Donnerstag und ich habe Feierabend, das heißt, es ist quasi Wochenende. Und ich habe euch ja schon angeteasert, dass ich bei uns im Büro abhänge und da einen auf den stellvertretenden Vorarbeiter mache. Ist ein bisschen gescheitert, denn nach 2 Tagen ist derjenige, der mich anlernt, krank geworden. Und das Geile ist aber, gestern und vor allem auch heute tun aber alle anderen so, als ob ich voll den Plan habe, voll im Game mit drin bin und voll Ahnung habe, was ich zu tun habe und den jetzt komplett vertreten kann, obwohl ich noch nicht mal einen Account habe, auf den ich zugreifen kann. Das sollte alles ja jetzt die Tage gemacht werden. Ist ja nicht so gut, aber ich kann super improvisieren. Bis jetzt denken alle, ich würde den wirklich vertreten, aber ich habe keinen blassen Schimmer. Waren jetzt so 2, 3 Sachen, die ich nicht machen konnte, aber... Und die müssen morgen einfach mal alleine klarkommen, ist mir auch egal, kann ich auch nichts ändern. Retten wir Montag die Welt. So, und ich habe jetzt noch 2 Videos, die ich extern produziere, also nicht für den Ride-Video-Kanal, sondern für einen anderen Kanal. Da kamen jetzt gerade noch Änderungswünsche, die arbeite ich jetzt ab und gehe das schnell durch. Dann habe ich noch ein Video, was ich für heute machen will. Das habe ich gestern nicht geschafft, weil ich gestern die 2 Videos fertig gemacht habe. Und dann müssen wir theoretisch auch noch los, denn das Objektiv können wir auch abholen. Das können wir schon seit Samstag abholen, aber... habe ich euch in einem der letzten Vlogs erzählt, dass das Objektiv im Europapark kaputt gegangen ist. Das weiß ich nicht, ob wir das und wie wir das schaffen, aber ich fange jetzt erstmal an. Dann können wir mal gucken, ob es scheitert oder nicht. Erstmal versuchen. So, Kinga, Uschi hat andere Arbeit abgesetzt. Und ich habe gestern gar nicht mehr gevloggt, aber wir haben das Objektiv noch abgeholt. Ja, weiß nicht, so spannend. Und wir haben 4.30 Uhr inzwischen und das machen wir jetzt so, weil ich die nämlich auch wieder abhole, weil wir nämlich gleich nach Paderborn fahren um 9 zu Imascore zum Drehen und deswegen ist das alles gerade ein bisschen so komisch organisiert wieder. Und ich schneide jetzt weiter am Europapark Video. Ich bin schon seit Tagen dran und also es hat jetzt natürlich eine Unterbrechung dazwischen, aber es ist etwas aufwendig, aber ich baller mal weiter und mal gucken, wie ich vorankomme. So Leute, ich bin wieder unterwegs, muss ich abholen. Ey, on point, also nicht on point, ich hab's verkackt, ich bin 5 Minuten zu spät. Hab dafür aber das Europapark-Video fertig geschnitten. Ich selbst bin damit nicht so zufrieden, jetzt von dem, was ich da erzähle, wie das Video aufgebaut ist und so, keine Ahnung. Ich habe mir das alles ein bisschen anders, ein bisschen besser, ein bisschen einfacher vorgestellt. Und dann das Wetter hat natürlich auch sein Übriges getan und überhaupt, also sehr viele Faktoren, die da mit reingespielt haben. Aber das entscheidet ihr dann am Ende, wie euch das Video gefällt. Also natürlich entscheidet ihr das, wie euch das gefällt, aber ja, ihr richtet über das Video dann am Ende. Wollte ich eigentlich heute droppen, das war aber nicht möglich, denn der Export läuft natürlich jetzt noch und ich bin jetzt, wie gesagt, schon mit 5 Minuten Delay unterwegs. Dann kommt das Sonntag. Ich habe auch nichts anderes jetzt, weil ich halt diese externen Videos gemacht habe. Also ich hänge komplett hinterher zeitlich. Dann habe ich jetzt diese externen Videos gemacht. Wir waren ja nur unterwegs die ganze Zeit oder auf Arbeit und deswegen hänge ich halt natürlich voll hinterher mit dem Stock-Footage, das zu sammeln. Deswegen kommt jetzt das Battle of Rides einfach mal heute statt morgen. So ist das nun mal. Statt ein On-Ride heute, das wollte ich jetzt auch nicht machen.
Und dann kommt Sonntag das Europapark-Video. Morgen guck ich mal, was ich mache. Vielleicht kommt auch so ein On-Ride-Massaker mit 2 Videos am Tag. Es war alles anders geplant. Und dann muss ich noch bis Mittwoch habe ich Zeit, Videos zu machen und hochzuladen für 2 Wochen, wo wir dann auf Tour sind. Es wird sportlich. Also das hatte ich bis jetzt. Das ist das erste Mal, dass wir so hinterherhängen. Aber es ist ja auch ein komplett verrücktes Jahr. Ja. Das ist so jetzt der Stand der Dinge und jetzt sammle ich Uschi ein, dann geht es auf Autobahn 2,5 Stunden nach Paderborn zu Imascor. Und sehr geil, die Mitarbeiter hier dürfen ja nicht mehr auf diesem Edeka-Parkplatz parken, also nicht in der hinterletzten Ecke nicht. Und das ist ja auch der Eingang. Und das ist ein Edeka-Auto. Manche sind gleicher als andere. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Haben Sie Feierabend? Willkommen, ja. Auf dem Edeka-Parkplatz. Ja, ich habe gerade nur mal erwähnt, ihr dürft hier gar nicht mehr auf dem Gelände stehen, wenn ihr parkt. Ach so, ja. Aber guck mal, das Azubi-Fahrzeug. Ja, ja, das steht wieder ganz vorne, ne? Ja. Ist gut, oder? Dann haben wir den Cheeseburger. Bekomme ich einmal. Vielen Dank. Sehr gerne. Liebe Gäste, Ihr Essen ist da. Ja, dann haben wir einmal noch. Andere Gäste warten. Jo, danke schön. Ich wünsche euch guten Appetit. Danke. Andere Gäste warten noch auf mich, ja? Okay. Dann geh doch. Da muss ich glatt, das kannst du schneller fahren. Dankeschön. Danke. Das war's dann wohl mit dem Trinkgeld. Also schon ein. Mein Kopf war zu groß. Ich konnte ihn nicht sehen. Meine Freundin. Ja, meine Freundin hast du nicht. Paderborn, die digitale Stadt. Kommen Sie nach Paderborn. Ja. Erleben Sie die Zukunft. Schon heute. Ja. Im Old American Diner. Ihr seid gleich laut. Ja, jetzt kommt die Wolken natürlich. So, Freunde der Sonne, ihr habt es gesehen, wir waren in Paderborn, wir waren bei Imascore, Imamotion. Sehr geiler Tag, wieder sehr viel Spaß gehabt und auch mehr nach Feierabend gemacht, als noch was wir gearbeitet haben. Nichtsdestotrotz kommt da natürlich ein bisschen was zusammen. Ich habe jetzt meine Liste gemacht an Videos, wann die jetzt kommen sollen, wenn wir auf Tour sind. Und habe dann abgehakt, was davon schon produziert ist. Das ist nicht so viel. Und habe schon durchgestrichen, was ich davon schon hochgeladen habe. Das ist nichts. Aber das Europapark-Video, das lädt gerade hoch. Soll auch ein bisschen. Das kommt ja dann morgen. Einen Tag habe ich noch nichts. Also ich habe eine Idee, was da kommen könnte. Aber ich weiß noch nicht, ob wir die umsetzen. Und den Rest, der muss noch geschnitten werden. Und wir haben jetzt noch, heute ist Samstag. Heute Abend feiert meine Mutter Geburtstag. Dann haben wir dann den Sonntag, Montag ist wieder Arbeiten und danach schneiden, Dienstag ist Arbeiten, danach schneiden, Mittwoch ist Arbeiten, danach eigentlich Kram packen, weil wir Mittwochabend schon los wollen. Da müssen wir vielleicht mal einen Uso trinken, damit es schneller geht. Nee, erst später, oder? Nee, erstmal frühstücken, so. Das ist eine andere Situation, wenn du sagst, wir haben, deswegen haben wir keine Kinder bekommen. Ja. Das weiß man nie so genau. Daily Vlog. Wir sind jetzt einen Tag vor unserer Tour und morgen nach der Arbeit holen wir uns noch irgendwas zu essen, packen das Auto, gucken dann, ob wir noch ein bisschen kurz uns hinlegen oder ob wir direkt starten auf der Bahn und dann fahren wir schon mal Richtung erstes Ziel und pennen dann auf halber Strecke irgendwo, damit wir es dann nicht mehr so weit haben, weil wir haben, glaube ich, 8,5 Stunden Anreise. Das ist nicht das große Problem. Könnte man natürlich auch entspannt nachts um 2 dann schon losstarten, aber am Abend, also Donnerstag ist der erste Park und dann der zweite Park ist abends eine Abendveranstaltung, die halt ein bisschen länger geht und dann bist du ja, dann geht die Tour so richtig los. Damit wir da nicht zu gerädert sind, machen wir das. So haben wir entschieden. Es geht als erstes nach Österreich und dann startet der Rest der Müller und Kowalski Tour. Ihr könnt euch eventuell schon denken, wo es dann überall hingehen könnte. Wenn ihr das alles live mitverfolgen wollt, ist das jetzt ein blöder Hinweis. Denn dieses Video kommt, wenn wir gerade schon wieder zu Hause sind. Es ist halt vorproduziert. Wir waren in Deutschland, also in Österreich, in Deutschland, Polen unterwegs und in Belgien, Frankreich vielleicht auch oder sonstiges. Wir lassen uns ein paar Sachen offen, ein bisschen flexibel, weil das Wetter jetzt auch so Mist ist. Also wir haben schon was geplant, aber... Und
ja, wir sind jetzt schon wieder zu Hause, wenn ihr das Video seht. Wenn ihr bei sowas immer dann live dabei sein wollt, ist es halt sinnvoll, uns auf Instagram zu folgen, at RideReview oder at Uschi_RideReview und oder auf Facebook RideReview. Und hier auf YouTube versuche ich dann auch ab und zu mal im Community-Bereich was zu posten oder eine Story zu posten in einer YouTube-Story. Das ist alles so ein Ding, das nutzt halt kein Mensch, aber würde ich dann vielleicht mal auch wieder so machen auf der Tour, mal gucken. Oder ihr seht es ja dann, wenn ich es gemacht habe. Und dann war es das mit diesem monatlichen Daily-Vlog. Und ich weiß nicht, ob noch einer kommt, ich denke schon. Und dann kommen ganz viele einzelne Vlogs zu der Tour natürlich.